Ja, unsere Zeit nähert sich ja jetzt langsam dem Ende auf Mauritius und nach unseren ganzen Tauchgängen wollten wir Mauritius auch nochmal über Land erkunden und haben heute das Auto von unserem Couchsurfing-Host wiederbekommen und sind jetzt im Süden unterwegs. Also wir fahren jetzt so eine kleine Runde, gucken uns jetzt hier in den Black River Gorges Nationalpark. Genau, und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu den Alexandra-Wasserfällen und Chamarel machen wir heute, diese Erde mit den sieben Farben. Ja, wir fahren einfach mal rum und gucken uns jetzt alles mal an, was die Region hier unten so zu bieten hat. Wir sind jetzt am ersten Aussichtspunkt angekommen bei den Alexandra Falls und ich mit meiner Höhenangst, ich opfer mich dann immer, um irgendwie den besten Ausblick dann zu kriegen. Mal guckt euch mal an, wo ich gerade stehe. Und das Coole auf Mauritius ist, dass man hier für die Wasserfälle keinen Eintritt zahlen muss. Also in Südafrika und in Namibia musstest du ja wirklich für jeden Pups Eintritt bezahlen, auch wenn es nur 50 Cent oder ein Euro waren, aber hier nicht. Ja, und die ganzen Touristen stehen da hinten. Auf dem Aussichtspunkt, da hat man keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, das macht man nicht alles für den besten Ausblick. Abseits geht, da kommt man in so einen kleinen, auf so einen kleinen Pfad. Wir schauen jetzt mal, wir hoffen jetzt auf eine bessere Sicht auf den Wasserfall, weil von diesem Standardaussichtspunkt war die Aussicht nicht so gut. Nee, das stimmt allerdings, nee, ja. Nee. Und hier scheint auch irgendwie keiner lang zu gehen. Das ist, also wenn ihr zu diesen Alexandra-Fällen geht, dann geht so ein kleiner Weg runter und so eine Brücke über diesen ersten kleinen Fluss. Und vor der Brücke einfach links. Und das, genau, ist so ein ausgetrampelter kleiner Pfad, genau, und der führt dann über diesen kleinen Fluss. Und jetzt sind wir hier in den Wald und jetzt schauen wir mal, wo uns dieser Pfad dann führt, ja. Das sieht so aus, als würde sich dieser kleine Weg einfach nur auf dem, wie sagt man, auf dem Bergkamm, glaube ich, daneben so ein bisschen lang schlängeln. Und wir finden keine wirklich bessere Aussicht auf die Wasserfälle. Das haben wir uns eigentlich irgendwie gehofft, dass wir jetzt einen Geheimpfad finden und dann das alles irgendwie besser sehen können. Aber das ist nicht irgendwie der Fall. Und es fängt jetzt auch gleich an zu regnen. Und das heißt, ich habe nichts mit, um meine Kamera oder unser Equipment zu schützen. Das heißt, wir drehen am besten um und verstecken uns schnell wieder im Wald. Ja, aber trotzdem lohnt sich der Weg hier, weil das ist halt hier Mauritius pur, ne? Das ist halt die Natur, nichts abgegrast und nichts hingepflanzt wie mit diesen Zuckerrohrfeldern. Wahrscheinlich sah Mauritius irgendwann mal überall so aus wie hier. Es ist so schwül heute und es regnet und es ist echt heiß, jetzt brauchen wir erstmal einen Saft. Hier gibt es richtig leckeren Ananassaft. Guckt euch mal bitte an, wie süß die Stände hier auf Mauritius immer sind. Bonjour! Jetzt haben sie extra den Kompressor angemacht für die Maschine für unseren Saft, um den frisch zu pressen. Na, hier kann man auch alles mixen, es gibt verschiedene Sorten. Wir haben jetzt Ananas und Orange genommen. Probieren wir mal. Jetzt schnell im Auto verstecken, weil es draußen so doll regnet. Aber jetzt probieren wir mal den Saft. 100% Fruchtsaft, ohne Zucker, ohne Wasserzusatz. Das ist ganz lecker. Ja. Orange, Ananas. Ja, nicht zu vergleichen mit dem Zeug, was man so im Supermarkt kaufen kann. Nee, aber du probierst was und dann trinkst du erstmal sieben Schluck und alle und die Kamera wartet auf dich, ach, dass so du irgendwas sagst. Achso, nochmal, nein, nein, das ist egal. Und du sitzt da. Ja, wer soll denn da zugucken? Nee, das kannst du ja rausschneiden. Ja, aber Leute, das schmeckt auch Mauritius. Also wir haben jetzt schon oft frisch gepresste Säfte getrunken. Die schmecken einfach so geil, ja, weil die Früchte halt so geil reif sind und oh, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, wir halten nachher auch nochmal an und kaufen uns noch ein paar Ananas. Wir haben nämlich vorhin einen Stand gesehen. Da kostet diese kleinen Ananas, also nicht diese riesengroßen, sondern diese kleinen Ananas, da kostet eine 20 Cent oder war das? Mhm, die Straßenstrände sind halt immer Straßenstrände. Die Straßenstände, die sind halt wirklich immer super. Wenn sie Kokosnüsse, Peter Hayes verkaufen sie im Moment, die haben scheinen irgendwie Saison zu haben. Dann kleine Orangen, kleine Bananen, Ananas, das ist total super. Ja, und so kleine Snacks, diese gefüllten Pfannkuchen, wo wir auf diesem einen Markt in Port Louis waren, die gibt es auch überall. Und die kosten 20, 30 Rupies, also ist nicht 50 bis 70 Cent oder so. Also wie gesagt, wenn ihr mal ein kleines Hüngerchen zwischendurch habt auf Mauritius, einfach an der Straße anhalten. Ihr könnt auch mitten auf der Straße anhalten, ja, das machen wir alle. Stimmt, das ist komplett egal. Ja. Wir haben jetzt einfach mal neben der Straße angehalten, noch bevor wir zu diesem Chamarel, zu dieser siebenfarbigen Erde gekommen sind. Und zwar soll das hier ein Ausblick an diese Schluchten sein, den Black River Gorges Viewpoint. Ah, da sind wir auch schon in Chamarel. So, hier gibt es zwei Sachen zu sehen. Da vorne ist ein Tor, da bezahlt man, ich glaube, das war ein bisschen weniger als 6 Euro. Und hier gibt es einmal die Chamarel-Wasserfälle und einmal die siebenfarbige Erde.
und ob das die 6 Euro wirklich wert sind. Könnt ihr sofort erfahren. Genau. Ja, anstehen fürs Foto ist ja normal nicht so unser Ding, wie ihr sicher wisst, aber manchmal hat man keine Wahl. Hey Leute, was man hier für 6 Euro nicht kaufen kann, ist seine Ruhe. Also ich vor allen Dingen habe da echt irgendwie ein Problem mit, ne? Wenn da so viele Leute um mich rum sind, ich will eigentlich immer meine Ruhe haben. Das ja, muss das ich. Ist halt so, ja. Das ist halt so, aber vielleicht muss ich auf unserer Weltreise einfach nur noch mal lernen, Leute auszublenden. Moritz, das ist ja nicht besonders groß. Richtig, ja. Ich sehe jetzt 4 Farben. 1, 2. Ja, wir haben gerade mal gezählt, also wir sehen jetzt 4 Farben, maximal 5, aber vielleicht liegt das auch an der Sonne. Schau. Werden wir nicht rausfinden, weil heute wird die Sonne, glaube ich, nicht mehr scheinen. So wie auf diesen bearbeiteten Instagram-Fotos sieht das hier nicht aus. Wir blenden gleich mal ein Foto ein, was wir gemacht haben heute. Okay, heute ist kein Sonnenschein. Mit Sonnenschein ist es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schöner, aber bei weitem nicht so wie bei diesen bearbeiteten 10-farbigen oder 15-farbigen Insta-Bildern. Ja, sind vielleicht 4. Ja, wenn es eine Sache gibt, die uns auf Mauritius mittlerweile aufgefallen ist, wir sind ja schon seit ein paar Wochen da, wir meinen das auch nicht böse oder sowas, aber Mauritius scheint ganz gut darin zu sein, Sachen, die eigentlich nicht so cool sind, wirklich zu vermarkten. Dass Leute, zu vermarkten. Ja, dass Leute da in Scharen hinströmen, um sich das anzugucken und auch noch Geld dafür zu bezahlen, nur um dann vielleicht am Ende ein bisschen enttäuscht dann wegzugehen, weil es dann doch nicht so gut war. Genau. Da ist Mauritius wirklich ziemlich sehr gut drin, ja. Und deshalb nicht vergessen, ein Bild ist immer nur ein Ausschnitt. Dieses eine Feature, ne? diese 7-farbige Erde zum Beispiel, und du siehst halt nicht die Atmosphäre drumherum. Also du siehst nicht die ganzen Cafés, du siehst nicht die Hunderte von Leuten, du siehst nicht diese armen kleinen Schildkröten, die da in diesem kleinen Gehege wieder gefangen sind. Das sieht man halt alles nicht, ne? Und das sollte man halt nicht vergessen. Die Realität ist anders als auf Fotos. Jetzt erstmal was zu essen. Das ist das Geile auf Mauritius. Es gibt überall diese kleinen Straßenstände, wo man halt so Snacks für einen günstigen Preis kaufen kann. Und ich habe auch schon Ananas gesehen. Ich frage gleich nochmal nach dem Preis. How much is a pineapple? One? Ja. 40, 60 and 80. Okay. And how much is a coconut? 50, 60, 75, 90. Okay. Ich würde jetzt eine Kokosnuss nehmen. Ja, wir haben jetzt unser Mittagessen gekauft. 4 gefüllte Pfannkuchen für 2,70 Euro oder so und unsere Kokosnuss. Und jetzt suchen wir uns ein Plätzchen am Strand zum Essen. Ja, wir und unsere kleine Ananas, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Das war ein weiterer Tag mit uns auf Mauritius. Die Ananas wird es nicht in den nächsten Vlog schaffen. Dafür aber wird der nächste Vlog ein reines Tauchvideo werden. Also Vlog ist ein bisschen übertrieben, aber wir reden ja nicht. Bis dann!